Tut ganz schön weh. Ja, das darf. Alter Schwede, das war's. Das war hart. Auf geht's. So, wer das Gesicht hier sieht, könnte denken, heute ist Murmeltiertag, weil ihr den Alexandros jetzt das ein oder mal gesehen habt hier im Video. Aber heute ist nicht Murmeltiertag, heute ist Physio Wednesday. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr noch, dass im letzten Video wir einen Lauf vorbereitet haben mit dem dynamischen Dehnen. Mhm. Heute bereiten wir einen Lauf nach. Ich bin ehrlich, ich bin so, ich laufe, fahre nach Hause, gehe duschen, esse vielleicht noch einen Happen vorher und lege mich aufs Sofa. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg nach dem Laufen, oder? Naja, jeder wie es mag. Guten Morgen erstmal. Kann man natürlich machen. Ja, ich glaube, 80-90% der Läufer werden das auch tun. Ja, man hat einen Lauf hinter sich gebracht, das war anstrengend. Ja, man ist duschen gewesen, alles und so weiter. Fertig, hinlegen, aus. Wenn man jetzt so ein bisschen was für die Muskulatur noch nachbereiten möchte, wäre es natürlich nicht ganz so verkehrt, da nochmal so ein bisschen reinzugehen. Und mein Vorschlag ist dann immer, und den kennt ihr auch schon, ja, der Physiobob. So, liebe Freunde, da ist jetzt der Jan in Action mit dem Physiobob in der Hand. Jetzt zeigen wir euch ein paar Übungen, die ihr dann auch nach dem Laufen zu Hause machen könnt oder halt auch gerne mal im Büro. Wir fangen jetzt erstmal mit den Füßen an. Der erste Kontakt beim Laufen ist immer der Fuß, damit auch die Fußsohle, also die Plantarfaszie, wie es so schon heißt. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal ganz punktuell die Fußsohle entlang. Und dazu legst du mal den Bob bitte einmal hin, ja, und stellst dich einfach mal mit dem Fuß drauf. Genau, so. Das tut schon weh. Das tut schon weh, ja, weil der Boden gibt nämlich nicht nach. Ja. Genau, roll dich erstmal so ein bisschen. Die Tendenz ist ja sowieso bei den meisten, dass sie sich ein bisschen einrollen. Das kann man auch gerne so zum Warm-up der Nachbereitung gerne mal machen, so ein bisschen einrollen. Wichtig ist schon, dass man möglichst Gewicht drauflegt, ja, dass man auch wirklich einen Reiz hat, der wirklich was bringt, weil nur so ein bisschen Shishi rüberfahren ist dann für die Muskulatur dann auch eher von weniger Belangen. Deswegen kann man da ruhig schon ein bisschen Gewicht drauf geben. Ja, also es wäre dann in dem Falle so eine leichte Kniebeugung, ja, dass du dann wirklich das Gewicht auf das rechte Bein jetzt verlagerst und dann dementsprechend drauf bist. So, wenn du dich jetzt quasi so ein bisschen eingerollt hast, nutzen wir mal den Ball jetzt etwas statischer und du suchst dir mal einen Bereich, den du besonders gut jetzt wahrnehmens, ruhig auch im schmerzhaften Sinne. Ja, also Schmerzskala 0 bis 10 ja, ist das schon wieder... Eine 8 auf jeden Fall. Eine 8, aber jetzt nicht im zerstörerischen Sinne, sondern einfach, weil du es merkst. Genau, voll. Genau, okay. So, und das ist jetzt einfach mal eine Möglichkeit, so für eine halbe Minute, für eine Minute, je nachdem, wie lange dieser Punkt sich bemerkbar macht, dass du einfach mal drauf bleibst, ja, und diesen Punkt versuchst auch so ein bisschen zu löschen. Ja, ja, das ja, kann man dann, weniger, es wird weniger, oder? Ja. Genau. Das Schöne ist auch, dass sich dann die Füße danach recht saftig anfühlen. Das tun sie natürlich sowieso, weil du ja schon gelaufen bist, aber letztlich kann man das auch mal zwischendurch machen, wenn man halt viel sitzt, ja, und hat dann im Endeffekt so eine richtig schöne Wahrnehmung durch Blutung, Stoffwechsel sowieso. Ja, das ist also für die Plantarfaszie eine schöne Sache. Dadurch, dass wir so viel mit Schuhen unterwegs sind, nutzen wir diese Fußsohle eigentlich gar nicht so richtig, wie wir es könnten. Von daher wäre das zum Beispiel die Übung 1. Ja, und wenn du merkst, okay, der Punkt ist jetzt eine halbe Minute schön beackert worden, es wird auch ein bisschen weniger, dann gehst du einfach ein paar Millimeter weiter weg, ja. Ja, und nimmst dir den nächsten Punkt und hättest dann im Endeffekt so schon mal die erste Nachsorge für deine Füße gemacht. Tut ganz schön weh. Ja, das darf. Übung Nummer 2. Ja, wir waren an der Fußsohle. Was gehört bei einem Läufer in der Regel mit dazu? Natürlich das gesamte Bein. Nächste Ebene wäre jetzt die Wade zum Beispiel. Okay. Die mir immer Probleme macht oder oft? Ja. Die gerne Probleme macht. Da bist du nicht der Einzige. Viele haben da gerne ein bisschen mehr Probleme. Ja, und jetzt kann man den Physiobob ganz einfach so verwenden. Du hast dich jetzt schon hingesetzt in den Langsitz, ja, dass du dir die Wade nimmst. Zeig mal einmal die Wade. Da ist sie. Ja. Schöne Wade natürlich. Schöne Wade, ja. Großartig. So, jetzt legst du einfach mal den Bob da drunter und legst genau einfach mal den Ball unter die Wade. So,
Und auch da wirst du jetzt schon Schmerzen haben. Da wird er jetzt schon Schmerzen haben. Ja, es ist, irgendwie ist es bei uns nur so gängiges Mittel in der Physiotherapie. Nein, aber das sind halt die Bereiche, die gerne etwas schmerzhafter sind, beziehungsweise etwas verklebter sind und dann natürlich auf Druck eine Meldung machen, die wir als Schmerz wahrnehmen. Ja. So, es ist nichts Schlimmes, es geht nichts kaputt dabei. Ja. Ja, es ist, und jeder Sportler kann das auch gut handeln und jeder, der im Begriff ist, sich mehr sportlich zu betätigen, wird das auch mit der Zeit erfahren, ja, dass sein Körper dort einfach nur ein Signal gibt und das nichts Schlimmes ist. Ja, und hier auch das gleiche Prinzip. Ja, du suchst dir den Punkt, ja, und bleibst einfach mal drauf. Ja. Für eine Minute, für zwei, je nachdem, wie lange der Punkt braucht, bis er da mehr oder weniger gelöst ist. Und dann gehst du einfach ein paar Millimeter weiter und suchst dir den nächsten. So, okay. Und wenn du das so 5-6 Minuten gemacht hast, wechselst du das Bein, ja, und dann ist das Thema auch fertig. Okay. Ja. Also es ist wirklich erstaunlich, so ein kleiner Ball. Der Physio Bob hat kein Mitleid, der geht volle Lotte drauf. Ja. Und das ist auch das Schöne im Endeffekt, man kann auch nicht irgendwie schummeln mit dem. So, ja. Also Beine ist drauf und dementsprechend, wenn man jetzt noch jemanden zu Hause hat, der einem helfen möchte, ja, wo man sagt, so, ah, jetzt, ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr Kraft, ja, entweder schnappt man sich die Kinder, ja, oder irgendwie den Partner und dann kann man einfach hier nochmal so ein bisschen Druck drauf geben. Da reicht wirklich ein bisschen Spannung, ja, von oben, ein bisschen Druck und schon hat man das Ganze auch noch mal ein bisschen erhöht. Man muss keine große Angst haben, dass man da irgendwie großartig was kaputt macht, weil so zerstörerisch wird man nicht rangehen, man wird da jetzt nicht raufspringen, ja, und wenn man den Druck leicht erhöht, muss man keine Angst haben, das ist wirklich nur muskulär und deswegen gerade nach dem Laufen auch eine schöne Sache, die man dann auch gerne mal einfach mal abends beim Fernsehen gucken, ja, oder okay, beim Telefonieren oder was auch immer dann gerne machen kann. Okay. Also keine Ausreden kann man immer machen. Kann man immer machen, so sieht's aus. Übung Nummer 2. So, Übung Nummer 3. Wir hatten in der letzten Folge ja die Übung, die vorbereitende Dehnung gemacht, die bewegte Dehnung, genau, wer sich erinnert, ja, des Hüftbeugers. Ja. Ja, der verläuft ja, genau, Jan kann es ja mal zeigen, der verläuft ja quasi hier von der Wirbelsäule kommend runter bis zur Hüfte. Ja, und funktional mit dabei ist der Rectus femoris, das ist ein Teil vom Quadrizeps, der hier vom Beckenkamm beginnt und dann runter bis zum Knie geht. Weil wir jetzt den Hüftbeuger mit dem Physiobob nicht erreichen können, würde ich ganz gerne die Region mir vornehmen, die unterhalb des Beckenkamms und somit die funktionalen Mitläufer quasi dieses Hüftbeugers darstellen. Und das wären dann die Ansatzpunkte, nämlich genau hier oben, die man mit dem Ball richtig schön angehen kann. Viele, die auch mal ein bisschen schneller gelaufen sind oder vielleicht das auch mal gesehen haben, hier sitzt der Tensor Fasciolatus, das ist ja auch der sogenannte Sprintermuskel, den haben auch viele häufig verspannt, sodass man in diesem ganzen Bereich jetzt mit dem Bob das hier mit erreichen kann, weil wie gesagt, wir kriegen den Hüftbeuger jetzt da drinnen nicht, den wir letztes Mal gedehnt haben, aber wir kriegen die Kette hier und dafür legst du dich jetzt mal bitte auf den Bauch. Okay. Zack. So. Genau. Und jetzt geht es folgendermaßen. Wir haben jetzt hier das Becken, ja, und jetzt musst du das Becken mal anheben und genau so, perfekt. Und jetzt in die Region, die ich dir gerade gezeigt habe. Hier so? Da genau, da legst du jetzt den Ball hin und jetzt wirst du sehen, ja, das ist eine richtig fiese Geschichte. Also wer da vorne Spannung hat und ich kann euch sagen, ich habe hier jeden Tag, ja, mindestens 2-3 Patienten, die aus dem Büro kommen, ja, die viel sitzen, die auch gerne laufen, aber dann natürlich möglicherweise dort irgendwie das System überreizen, die dort Schwierigkeiten haben. Ja? Man kann schon mitkriegen hier, Jan quält sich richtig. Das ist schlimmer als Fußsohle. Das ist schlimmer als Fußsohle, genau. Weil wirklich, der Physio-Bob gibt überhaupt nicht nach, aber an den Ansatzbereichen hier, ja, kann man eine richtig schöne Entspannung erzielen. Man muss keine Sorge haben, ja, dass man da irgendwas kaputt macht, weil wenn man zu sehr auf dem Knochen ist, den Schmerz kann man differenzieren. Ja. Ja, das ist dann die Knochenhaut, das ist ein bisschen eklig, ja, geht auch nicht gleich sofort was kaputt, aber das würde ich erstmal nicht präferieren. Ja, das kann man dann als Steigerungsform dann machen, wenn man auf Schmerzskala 20 steht. Ja, wer das möchte, gerne, aber das empfehlen wir hier nicht ausdrücklich. Nein, wir gehen ein bisschen tiefer an die Muskelansätze vom Quadrizeps. Ja, und dann könnt ihr da richtig schön draufbleiben. Und das ist das gleiche Prinzip wie an der Fußsohle. Einfach etwas den Punkt attackieren und dann warten, bis sich das auflöst. Ja, und dann ein paar Millimeter weiter. Das ist wirklich besser. Also es tut weh wie Hölle, ja, aber dann wird es wirklich irgendwann, genau, weniger. Es ist einfach eine punktuelle Dehnung. So muss man sich das einfach vorstellen.
Und durch diese punktuelle Dehnung erreichen wir dann auch Entspannung im gesamten Muskel. Ja, also wir nehmen uns quasi so Spannungszentren jetzt vor. Ja. Die merkt ihr dann, wenn ihr den Ball dahin macht oder wenn ihr dahin drückt. Ja, oder die merkt auch der Therapeut unter den Fingern. Kann man das spüren, wenn da so Restriktionen sind. Ja, und dementsprechend löst ihr die auf und damit wird sich die ganze Funktionalität verbessern im gesamten Muskel und als Nachbereitung einfach eine schöne Sache. Okay, irre. Übung Nummer 3. Krass. So, Alexander, danke für die Schmerz. Mein Job. Aber es hat gut getan. Frage, wer jetzt kein, wieder erwarten, kein Physiobob zu Hause hat, was macht der? Ja, schade erstmal, wenn ihr sowas nicht habt. Nein, Spaß beiseite. Patienten bei uns kriegen den tatsächlich in der ersten Behandlung. Also wenn wir die Befundaufnahme machen, die Anamnese, wenn wir behandelt haben, ja, dann gibt es von uns den immer mit dazu. Ja, also man kriegt den definitiv bei uns, wenn man zur Behandlung kommt, wenn man sich mal checken lassen möchte, ja, dann ist der auf jeden Fall mit dabei. Wo man aber auch mit alternativ mit rangehen kann, ist natürlich zum Beispiel ein Golfball. Ja, der ist von der Festigkeit, von der Härte ähnlich. Er ist etwas plastischer, ja, und ist nicht so ganz so nett im Gefühl wie er hier, auch wenn er Schmerzen macht, ja, weil das halt so eine Gummihaftigkeit hier darstellt. Ansonsten guckt man einfach natürlich im Internet nach jetzt und schaut einfach mal nach Therapiebällen zum Beispiel, Lacrosse-Bälle könnte man gucken, ob man da was findet. Die gibt es in verschiedenen Farben, ja, und versucht dann dort was zu finden. Super, dann kann ich euch nur empfehlen, geht zum Alexandros in die Behandlung, da kriegt er so ein Ding umsonst. Da braucht ihr euch nicht groß kümmern. Ich verlinke das hier unten in der Videobeschreibung nochmal den Kontakt. Ansonsten tausend Dank. Das wird nicht die einzige Folge in der Richtung bleiben. Wir sind hier. Wir haben noch ein paar Ideen. Tausend Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.